Wir sind von Campus News und cool. Wir interessieren uns dafür, was die Leute am Reformationstag machen. Weißt du, wann der ist? Nee. Ah, der ist nächste Woche Dienstag. Ja, was? Du hast einen Tag frei. Ah, okay. Ah, ja, stimmt. Deswegen fällt dann ein Seminar aus, ja. Was machst du dann dem freien Tag? Weiß ich noch nicht. Ich denke, wir werden feiern Halloween feiern. Ja, heimfahren. Heimfahren? Ja. Nee, Düsseldorf. Da fahre ich auf ein Festival. Ah, Halloween. Ah, Halloween. Ach doch, Halloween. Ja, ich bleib zu Hause. Also, ich bin sowieso aus Luxemburg gefahren, das eigentlich nicht, deswegen. Ich krieg Besuch von meinem Bruder. Weiß ich schon jetzt. Was macht ihr am Reformationstag? Wisst ihr, wann der ist? Nee. Nächste Woche Mittwoch. Ah, okay. Das ist doch Allerheiligen. Echt? Dann ist so einfach. Aber ich weiß nicht, was ich mache. Wahrscheinlich was für die Uni. Netflix, Amazon Prime, keine Ahnung. Ja, traditionell Halloween feiern, würde ich sagen. Ja. Und du? Ich gehe auch zu einer Feier trinken. Ich treffe mich wahrscheinlich einfach mit Freunden und ja, verbringe den Tag mit denen. Martin Luther ist ein ziemlich bekennender Antisemit gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob man so jemanden jetzt unbedingt so feiern muss. Lernen? Für was?